Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Baphomets Fluch 5. Wir müssen es irgendwie schaffen, durch diesen Kabelsalat hier zu kommen. Genau. Und er hat ja schon die Andeutung gemacht, dass die Büroklammer stimmt. Und deswegen, ich habe schon versucht, in dem Raum alles mit der Büroklammer zu kombinieren. Jetzt probiere ich es einfach mal hier. Das war nicht ganz richtig. Schade. Tja, schien mir so eine tolle Idee zu sein. Aber... Huch. Das konnte ich vergessen. Okay. Die Vorstellung einer mit einer Büroklammer bewaffneten Kakerlake faszinierte mich. Aber ich hatte keine Möglichkeit, sie an ihr zu befestigen. Kommt jetzt endlich der Garn ins Spiel? Das war nicht ganz richtig. Okay. Nicht? Oh. So, hä? Nein, ich will... Na also. Das passte nicht zusammen. Hä? Das passte nicht zusammen. Mit Marmelade vielleicht? Scheinbar, er will ja jetzt irgendwie Trevor mit der Büroklammer kombinieren. Und wenn ich die vielleicht mit Marmelade einschmier? Naja, ich hatte schon merkwürdigere Sachen getan in meinem Leben. Die Büroklammer war jetzt ganz klebrig. Ja, und Nico hat auch einen Kaugummi an ihrem Ausweis, also alles gut. Okay, und jetzt? Oh. Jetzt. Ich schaff's gerade einfach nicht zu kombinieren. So, jetzt. Ich klebte die Büroklammer auf Trevors Rücken. Jetzt könnte sie sich glatt als Sekretärin bewerben. Irgendwie tut mir Trevor ein bisschen leid. Kann ich jetzt Trevor hier hinschicken? Ich brauchte eine bessere Idee. Oder da hinschicken? Nee, ich musste was anderes versuchen. Oder da hinschicken? Zeit für Trevors Einsatz. Ich stellte ihre Streichholzschachtel hin. Ah, und jetzt muss ich bestimmt... Ich brauchte ein... Irgendwo den Keks hinlegen. Ich weiß nur noch nicht, wohin. Nee. Trevor liebte diese Kekse, aber... Okay, Das war beinahe eine grandiose Idee. Okay. Was habe ich denn hier noch alles? Ich hatte Trevor abgesetzt. Sie würde mir helfen, dieses Problem zu lösen. Würde sie das? So ist es brav, Trevor. Trevor macht gar nichts. Ich brauchte eine bessere. Ja, ich weiß gerade auch nicht. Mechanik, Mechanik, Widerstände, Widerstände, Kabel. Ah. Ich musste die beiden Kontakte überbrücken, um das... Okay. Das heißt, hier liegen, können wir da nicht... gezielt. Los, Trevor, los! Oh nein, ich habe irgendwie Angst um Trevor. Oh, wie süß. Oh, oh Gott. Trevor hat das wirklich überlebt? Die arme Trevor sah aus, als brauche sie eine Therapie. Aber das Steuerpult funktionierte wieder. Wie hat sie das überlebt? Verdrückt. Das Steuerpult, es funktioniert! Toll, ich kann sie da runterschicken, wenn sie wollen. Lassen Sie mich nur kurz die Kabine hochholen. Pearl und Dwayne werden sehr erleichtert sein. Oh, die sind wohl mit der anderen Kabine runtergefahren. Komm, Nico, wir haben keine Zeit zu verlieren. Auf, auf!
Die arme Trevor, hey. Als wir uns dem Gesicht im Fels näherten, wusste ich, wir waren auf der richtigen Spur. Das war eindeutig dasselbe Gesicht wie auf dem Gemälde. Mit einem einzigen Unterschied. An der Felsformation fehlte das Symbol der Tabula. So, da wären wir. Aber wie kommen wir zu dem Gesicht? Schauen wir uns mal um. Es muss seinen Weg hochgeben. Alles klar, aber jetzt erstmal. Ach so. Wir spielen mit ihr. Ups, okay. Es muss da einen Weg zu diesem Felsengesicht hochgeben. Ja, denke ich auch. Ich will nur gucken, nicht, dass wir irgendwas verpassen. Das war ein Glockenturm. Die Glocke schien zu fehlen. Gut beobachtet. George, sieht aus, als hätte man die Kapelle direkt in den Fels gebaut. Du hast recht. Lass uns mal reinschauen. Ich überlege gerade, was meinst du, wie alt ist die Kapelle? Ich schätze, das Äußere ist ein paar Jahrhunderte alt. Aber das Innere, wer weiß. Manche Teile könnten viel älter sein. Glaubst du, diese Kapelle könnte etwas mit dem Felsengesicht zu tun haben? Ich würde mal raten, ja. Hey, sieh mal, da sind Pearl und Dwayne. Komm schon, Muckel. Ist doch nicht Muckel. So schlimm. Du verstehst das einfach nicht. Der ganze Tag ist ein Desaster. Aber... Das Kloster war zu. Die Gondel blieb stecken. Und jetzt ist das hier eine Baustelle? Schnurzelchen. Das sollte der spirituelle Höhepunkt unserer Reise sein, Dwayne. Eine spirituelle Erfahrung. Der einzige Spiritus hier ist das olle Terpentin da. Ach, Mann. Der Urlaub der Hendersons lief offensichtlich gar nicht gut. Oh mei, die Armen. Es war die Steinskulptur, eine kniende Figur. Von der Decke hing ein alter Lüster. Ah, ui. Die Wand bestand hier aus blankem Fels. Es sah aus, als habe man die Kapelle in den Fels getrieben. Sieht voll schön aus, vor allem. Eine Statue der Madonna mit Kind wachte über die Kapelle. Man hatte einen modernen Gipsaltar an die Wand gebaut. Gut. Ein zerbeultes Ölfass klemmte unter dem Gerüst. Puh, hier gibt's viel zum Anschauen. Das Gerüst war etwas wackelig. Alles schepperte, ein überraschend wohlklingendes Geräusch. Er sieht schon, dass es wackelig ist und dann muss er noch dagegen hauen. Es gab ein dumpfes Geräusch, als ich mit dem Knöchel daran klopfte. Ja, pack ein. Haben wir es mal sicherheitshalber dabei. Es gab ein dumpfes Geräusch. Toll. Es gab ein dumpfes Geräusch. Gut, ja, dann reden wir doch mal mit den beiden, oder? Pearl! Psst, sie möchte nicht gestört werden. Schön, Sie wiederzusehen, Mr. Henderson. Auch schön, Sie zu sehen, George.
Haben Sie prima gemacht, das mit der Seilbahn. Was ist mit Pearl? Ich wünschte... Fürchte, es ist einer von den Tagen, an denen alles schief geht. Wem sagen Sie das? Was haben Sie getrieben seit unserem Treffen in Caramonte? Naja, da war die kleine Episode in Rom. Aber kein Wort darüber. Sie wissen warum, George. Ach ja? Ich meine, ach ja. Warum? Streng geheim. Nichts für Außenstehende, Nico. Duane ist ein, Döser. Ach, du meinst, ein Schläfer? Nein, nein, Süße. Ein Döser liegt mindestens 2 Gehaltsstufen über einem Schläfer. Hab ich gehört. Wie auch immer, ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen, Miss, Nicole Collard. Nennen Sie mich Nico. Wie finde ich denn das? Das ist also die schöne Nico. Kein Wunder, dass Sie sie von mir versteckt haben, Georgie Boy. Meine Güte, nein, ich... Nett, Sie endlich kennenzulernen, Mr. Henderson. George hat mir so viel von Ihnen erzählt. Nennen Sie mich Duane, meine Liebe. Und ich darf Ihnen versichern, alles, was Sie gehört haben, ist vermutlich wahr. Duane war laut, beleibt und kurzsichtig. Aber Mann, was für ein Charmeur. Ja. Können wir für Pearl irgendwas tun? Das will ich doch sehr hoffen, George. Wir haben diese Reise jahrelang geplant und recherchiert. Unsere kleine Pilgerfahrt. Und die Kapelle Santa Cova hier war das Sahnehäubchen. Es gibt nichts, was sie über diesen Ort nicht weiß. Die Madonna bla bla bla, erbaut im Jahr bla blubber. Sie ist wie eine wandelnde Enzyklopädie der Santa Cova. Oder jetzt eher eine weinende Enzyklopädie. Oh, die Arme. Irgendwie tut sie mir schon leid. Ist schon blöd, wenn der Urlaub nicht so läuft. Und was führt sie zur Santa Cova? Das war von Anfang an Pearls Idee. Seit diesem unseligen Autounfall zu Hause durchforstet sie diese Pilgerprospekte. Voller Wunder und lebensverändernder Symbolik sollte es sein. Sühnepotenzial musste es haben. Sollte eine echte spirituelle Erfahrung sein. Nun, ich bin sicher, das hier wird sehr spirituell, wenn es fertig ist. Wenn die Kapelle nicht Ihren Vorstellungen entspricht, wie wär's mit dem Kloster? Grundgütiger. Das ist was für Touristen, nicht für Pilger. Sie sagten, Sie hoffe auf eine spirituelle Erfahrung? Das hatte der Prospekt versprochen. Ja, für Wallfahrten, kleine Mönchlein, Gesang, Lichtstrahlen, das ganze Programm halt. Weihrauch, Glockengeläut und himmlisches Licht. Genau, das ist es, was die Gute wollte. Verzeihung, Pearl braucht mich. Na, na, Liebes. Pearl wüsste sicher eine Menge über die Kapelle zu erzählen. Wenn wir sie nur aufheitern könnten. So, das heißt, wir müssen die Pearl irgendwie aufheitern. Kerzen hatten etwas Himmlisches. Aber Pearl hatte diese kleine spirituelle Oase schon für sich beansprucht. Ich brauchte etwas Großartigeres, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, aber wir schauen erstmal auf den Balkon. Die Aussicht ist bestimmt super schön. Der Blick über das Tal war atemberaubend. Okay, gut. Hat sich ja gelohnt. Der Blick über... So, wir könnten ihr ja das Gemälde zeigen. Hat er gerade... Ach, wie süß. Pearl! Psst. Ich wollte sie nur fragen, ob sie etwas hierüber weiß. George, sie ist jetzt nicht in der Verfassung zu reden.
Ich wollte es ihr doch nur zeigen. Vielleicht hat es ihr ja gefallen. Na gut. Was sagt denn die Nico dazu? Nico? Was hast du mit Weihrauch, Glockengeläut und himmlischem Licht gemeint? Ich meinte die authentische Kirchenerfahrung. Ah, verstehe. Weihrauch, Glockengeläut und himmlisches Licht. Irgendeine Ahnung, wie alt die Kapelle ist? Das hatte ich dich gefragt. Also wissen wir eigentlich gar nichts, richtig? Sieht wohl ganz danach aus, George. Ich habe da drüben eine Statue gefunden, eine schwarze Madonna. Toll! Was hast du darüber herausgefunden? Das ist alles, was ich habe. Na, das ist ja nicht sehr viel. Arme Pearl. Sie ist ziemlich aufgelöst. Wenn wir die Tabula finden wollen, ist ihr Wissen entscheidend. So, unsere ganze Hoffnung ruht also auf einer amerikanischen Touristin. Ja, und? Meine Hoffnung ruht die ganze Zeit auf einem amerikanischen Touristen. Hast du eine Idee zum Thema Weihrauch? Hast du was zum Räuchern gefunden? In einer anständigen Kirche muss es nach Weihrauch duften. Oh, nach Weihrauch duften. Puh. Es war eine halbleere Flasche Terpentin. Ja, komm, zünd mal an. Oder? Oh. Schade, nie darf ich was anzünden. Aber die Kerzen darf ich bestimmt anzünden, oder? Ich entzündete die Kerzen im Lüster. Komm, und jetzt häng ihn wieder hoch. Sehr schön. Ich konnte nichts Ungewöhnliches daran erkennen. Was ist das? Ein leerer, kaffeefleckiger Becher stand beim Altar. Okay. Das wäre... Hier hätte er sein können, was weiß ich. Vielleicht ist das hier Wasser? Verlockender Gedanke, das ganze Bree loszuwerden. Aber man wusste nie, wann man einen Trank brauchte, um unliebsame Avancen abzuwehren. Ja, hast du auch wieder recht. So, was brauchen wir nochmal alles? Weihrauch. Hey, Nico! Was hältst du... Wenn ich Immobilienmaklerin wäre, würde ich sagen... Es hat Potenzial? Genau. Arme Pearl. Die Kapelle in diesem Zustand vorzufinden und das nach all dem Rechercheaufwand. Hey, meinst du, sie weiß vielleicht, was das Felsengesicht bedeutet? Kann sein, aber in diesem Zustand kriegen wir gar nichts aus ihr heraus. Fällt dir was ein wegen Glockengeläut? Da bin ich leider überfragt. Aber hast du gehört, was Dwayne Pearl vorgepfiffen hat? War es Ave Maria? Ja, das ist es. Warum singst du es nicht, Nico? Lieber falle ich tot um. Okay. Hey, Nico. Was mache ich denn mal mit dem Licht? Ich weiß nicht. Aber die schwarze Madonna ist das bemerkenswerteste Objekt. Vielleicht könnte man... Okay, also Licht habe ich scheinbar geriegelt. Jetzt muss ich, glaube ich. Okay, kannst du noch mal spielen? Singen? Summen? Okay. Keine Ahnung. Das Gerüst war etwas...
Alles Shep. Okay, ich versuche mal gerade ungefähr zuzuhören. Oh, okay, weil ich glaube, wir müssen die Melodie damit nachmachen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, mal nochmal. Kannst du nicht nochmal summen, bitte? Okay, was weiß ich. Ah, ein Werkzeugkasten. Ein Hammer. Ah, wahrscheinlich müssen wir eher mit dem... Nein. Der Hammer produzierte einen vielversprechenden Klang. Ja, denke ich mir nämlich auch. Okay. Das klang wie ein A. Wie ein A. Oh Gott. So, ich hol kurz mal Block und Stift und warte, dass was der wieder... Was trägst du denn? Schau mal, ein Kirchenklinklong. Kannst du noch mal summen, bitte? Also einmal ist ein A. Bitte summ noch mal, damit ich mir aufschreiben kann, welche Noten das sind. Bitte... Ich will nur, dass du ganz kurz summst. Für mich. Du machst das so toll. Nein? Sonst muss ich nämlich raten. Naja, ich höre mir mal an, was die anderen so machen. Ah. Ah, okay. G. Das Fass ist ein G. Ich schreibe mir das nur schnell mal auf. Nein. Oh, was? Das klang nicht richtig. Das klang nicht richtig. Ach so. B, wenn ich mich nicht irrte. Der kann aber gut hören. Feuerlöscher ist ein B. Falsch. B. Wieso ist das falsch? Ich will nicht, dass das falsch ist. Falsch. So, dann denke ich mal. A. Da war ein Wackel. Entschuldigung. G. A. B. A. G. War das nicht die Melodie? A. G. A. B. A. G. Na, oh. Das war ja was. Ich habe mein Bestes gegeben, aber er will es auch nicht mehr summen, das finde ich gemein. Weil sonst könnte ich ja mir aufschreiben, welche Noten ich... Ah, G. A. G. Okay. Ich
schau mir das dann, wenn ich die Aufnahme bearbeite, nochmal an. Das war zu schnell. Es war, ich glaube, es war G. Fis. G. Irgendwas, irgendwas, irgendwas. Aber die Folge ist sowieso um. Wir machen das beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.